Moin Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Jo, es geht mal jetzt wieder um die Amerigo Vespucci. Das wird auch kein langes Video. Ich möchte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie ich jetzt bei der Amerigo Vespucci die Weblam knüpfe. Weil wir wollen ja mal ganz kurz sozusagen Revue passieren lassen. Diese braunen Tampen, die von oben nach unten gehen, das sind ja die Wanden. Und die Wanden sind nicht die ganzen Dinger hier, nein, das sind nur diese braunen Strippen, sage ich mal immer dazu, die ich dann da gezogen habe. Und die quer liegenden, das sind die dazugehörigen Weblein. Und die Weblein sind dafür da, dass die Matrosen von unten nach oben in die Masten reinkommen und die Raaen hissen oder einholen können. So, die Wanden haben natürlich die Aufgabe, den Mast richtig schön zu halten. Und zwar einmal den Untermast, den mittleren Mast und auch den oberen Mast. Bei vielen Schiffen zum Beispiel, auch hier im Bauplan von der Amerigo, ist zum Beispiel der ganz oberste Mast hier nur mit zwei Bändern ist da dran. Also da sind gar keine Webler mehr gespannt. Ich glaube, weil die da in die letzten zwei Segel noch rein müssen, ich werde dort auf jeden Fall noch Weblein ranmachen. Ob das nun so original ist oder nicht, da muss ich noch mal ein bisschen im Internet rumgravieren und rumsuchen, ob ich da ein schönes Bild finde in den Oberstmasten. Und die sind immer recht wenig, weil ja die Oberstmasten interessieren die Leute. Die wollen ja wahrscheinlich so die untersten mit den Aufbauten und so weiter haben. Da kriegt man viele Bilder, aber man kriegt leider nicht so schöne Bilder, wo man das oberste Stückchen sieht. Also ich würde sagen, dass dort auch Weblein gewesen sind. So, jetzt haben wir alle gelernt, was die Wanden sind und was Weblein sind. Und das Ganze zusammen ergibt dann die sogenannten Leitern, wo die dann hoch und runter krabbeln. Ich meine, die ersten Schiffe, ganz früher, die hatten auch nur zwei, drei Stück. Ne? Und erst später kamen dann die Weblein ran, weil die meisten ersten hatten wirklich nur ein großes Segel und da brauchten die gar keine Leiter. Da haben die wahrscheinlich nur zwei, drei Dinger gehabt oder so. Und später, je größer die Schiffe wurden und je mehr Raaen die rangekriegt haben, da wurden dann auch die Wanden vermehrt angesetzt. Manchmal haben die da bis zu 12 Stück gehabt. Siehe zum Beispiel die Vicky, die hat, glaube ich, am Hauptmast 13 oder 14 Stück, kann mich nicht so mehr ganz dran erinnern, aber schon eine ganze Ecke. Und da werden dann auch die Weblein rangesetzt. Die Padun sind dafür da, um den ganzen Mast sozusagen auszurichten. Und die Wanden eben halt immer nur dieses eine Stückchen. Ne? Die unteren logischerweise für den Untermast und dann die mittleren für die Stänge und dann die letzten natürlich oben bis zum für die Royalstänge. So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen ein paar Worte rumgeflogen. Und ja, ich zeige euch gleich mal hier hinten dran am Besanmast, weil ich bin nämlich schon ziemlich weit durch. Ich muss nur noch die andere Seite machen. Ja, da zeige ich euch dran, wie ich die Weblein hier dabei der Amerigo mache. Und zwar hier mache ich einfach nur einen halben Schlag. Ein halber Schlag ist sozusagen ganz einfach nur eine Öse und wenn ihr die nochmal macht, dann habt ihr einen Knoten. Ne? Das ist einfacher, weil ihr dort nur ein, sozusagen, das Tau ist nur einfach durchgezogen. Wenn ich dort den Weblein-Steg machen würde, da würde das Tau nämlich zweimal durchgezogen werden und das wird für diesen Maßstab zu dick. Das sind immer so dicke Wulings, weil nachher besonders in den kleinen Wanden sind das denn schon, sieht das dann ein bisschen blöd aus. Es gibt dann noch eine dritte Art, wie man die Weblein machen kann. Das ist, man nimmt sich einfach eine Nadel und dann pickst man von der Seite einfach von links nach rechts durch und verklebt das dann alles. Also ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich zwar eine recht schnelle Variante, aber das kann man auch wirklich nur machen, wenn man etwas dickere Tampen hat. Und hier haben wir jetzt 0,5. Da auch und da habe ich 0,3. Da den Faden zu treffen mit der Nadel, das geht zwar schon. Ich habe das bei der einen Wand gemacht, aber das sieht auch überhaupt nicht schön aus.
Ich bleibe lieber dabei, meine Knötchen zu machen oder bei größeren Modellen mein Weblansteg und das sieht wesentlich schöner aus. So, was kann ich euch noch machen? Ja, ich würde euch raten, macht alles, was außenbords hängt, wenn ihr die Wand macht, macht das bitte erst später ran. Ich weiß, wenn man so einen Bausatz baut, die machen erstmal den kompletten Rumpf mit allen möglichen Klöderkram obendrauf fertig und dann kommen die Masten. Ich weiß nicht, wie die Leute da mit ihren Fingerchen da die Wanden gemacht haben, aber wenn ich so manchmal Detailbilder sehe, da bin ich mir auch Sorge, ob die da nicht ganz einfach die Wanden nur rangeklebt haben. Die behindern natürlich unheimlich, wenn man hier die Wanden macht. Auch dieses Boot, das einzelne hier, das hat mich unheimlich gestört, wenn man denn da mit den Knoten dran ist. Oftmals habe ich mir das dann abgeholt und einmal habe ich den auch schon abgebrochen, weil ich da zu doll gezogen habe. Und ja, ich hoffe, dass euch das nicht passiert. Also macht solche Sachen bitte erst später. Das geht, weil diese zum Beispiel, die Dafits sind alle von außen angebracht. Und wie gesagt, das kann man auch später machen. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, erstmal genug gesabbelt. Und ich wollte euch jetzt noch einmal ganz kurz sagen, wie das jetzt so mit der Amerigo weitergeht. Und zwar, wenn ich denn jetzt mal die ganzen Wanden fertig habe, dann werden erstmal alle Starksegel gesetzt. Normalerweise mache ich das auch so, aber ich war ja so ein bisschen euphorisch und wollte euch einmal zeigen, wie die Rahen am Fortmast angebracht werden und habe natürlich nicht weitergedacht, du musst ja noch die ganzen Wanden machen und musst an die Stagen ran und so weiter. Ja, jetzt hängt das da alles voll und so weiter, weil ich muss hier in den vorderen Stagen ja auch noch die Niederruhler und die Schoten machen und die Halsen machen und hast nicht gesehen und willst nochmal. Ja, das wird jetzt ein bisschen, hier vorne wird das eine kleine Tüdelei, nach Achter drin habe ich ja wieder Platz ohne Ende. Also das wird als nächstes passieren und zwar alle Segel, die sozusagen längs zum Schiff sind. Das sind die Stagen hier vorne und auch hinten die Gaffelsegel. Die werde ich dann aussetzen, bevor ich die ganzen Rahen anbringe. Ja, aber wie gesagt, als erstmal muss ich jetzt die ganzen Wanden fertig tüdeln. Ich gebe da ordentlich Gas, dass ich zumindest bis Ried alle Wanden fertig habe mit den Weblein. Ist ja nicht mehr lange hin. Sind gerade so schlappe 14, 15 Tage noch. Vielleicht kriege ich da auch noch das ein oder andere Starksegel hin. Ja. Ich werde auch auf der Messe ein bisschen live basteln. Das werdet ihr natürlich nicht, ich sag mal, live auf der Messe kann ich nicht übertragen. Ich glaube, da ist auch das WLAN-Netz in der Messe, in der Messehallen nicht für ausgelegt. Ich werde es natürlich aufzeichnen und dann werdet ihr euch das natürlich alles nach der Messe in einem Stück zeigen. Einmal werde ich wieder einen Rundgang machen und ja, einmal zeige ich euch, an welchen Schiffen ich alles live gebastelt habe. Wenn ich ganz viel Glück habe, dann kriege ich auch noch ein Paket fürs U-Boot, für U96 und den werde ich dann dort auch live basteln. Und rein theoretisch müsste ich auch noch was für den Grafen kriegen. Also ich habe da richtig viel zu tun. Und nebenbei muss ich mich ja denn mit den anderen Leuten... Aber ich habe ja den Winfried, der kann ja das Sabbeln übernehmen. Das macht er bestimmt ganz gerne. Und ja, da wollen wir auch versuchen, so unsere Peking zu operieren, also darzustellen. Mal gucken, ob wir das alles hinkriegen. Ich werde auf jeden Fall meine Peking mitnehmen. Und auch da möchte ich ganz gerne die unteren Masten schon mal alle fertig machen. Die werde ich da nur noch zum Reinstecken machen, damit die Leute dann sehen, was für ein imposantes Schiff das alles wird. Weil wir haben uns noch nicht so richtig geoutet, wie wir oben die beiden Stängen und den Hauptmast, weil die Peking und Passat und Pamir, die haben ja nur zwei gehabt. Hier sind das ja drei. Die haben ja nur eine obere Stänge gehabt und einen unteren Mast, den Hauptmast, und die wurden einfach nur vorne oben mit Schellen festgemacht, mit Metallschellen. Und zwar, da ist so eine Rundschelle, so eine doppelte, aber sowas kann man noch nicht kaufen. Das muss man sich wirklich selber machen. Meine Idee ist, das ganz einfach einen Messingstreifen zu nehmen, den dann sozusagen rund biegen zur Hälfte
und dann ein Loch durchbohren und es gibt Schäkel. Ich habe Schäkel von Seemanns Ätztechnik. Ich weiß gar nicht, ob man die noch kaufen kann. Ich werde da nochmal die Tage reingucken und da werde ich mir dann nochmal 30, 40 Stück von kaufen. Weil die Ätztechnik wird auch immer seltener, weil das eben halt nicht gerade umweltfreundlich ist. Das ist, muss man alles, die ganzen Klöderkram, wo man da drin ätzt, das muss alles speziell entsorgt werden. Und das ist ja auch ein bisschen schädlich und so weiter. Da habe ich mir gedacht, machen wir das mit Schäkel oder mit Schrauben, die gibt es denn dort auch, einfach fest und dann wollen wir mal gucken oder ich werde dann mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von meiner Amerigo, wie es heute ja am meisten drum geht. Schaut euch ganz kurz rein, wie das mit der Amerigo weitergeht. Es gibt denn auch kein Absappeln, das will ich euch denn ersparen. Und ansonsten sieht die Amerigo schon ganz, ganz gut aus. Was habe ich noch gemacht? Ich habe zum Beispiel auch noch, und zwar, das möchte ich euch auch nochmal zeigen, was nicht im Bausatz enthalten ist, und zwar die Brasse. Die Brasse geht ja hier, die Schot. Die Schot vom Segel geht hier an die Belegnagelbank ran. Und zwar gleich hier vorne an den ersten Poller. Und wenn ich das mal so mit so einem Lütten-Lineal oder was habe ich da so ganz kurz mal hin? Na, ich kann mal das Lineal ist zu kurz. So, dann nehme ich mal hier so eine puppelige Leiste. Kann ja auch so Bändchen machen. Na, so, da geht es jetzt unten an die Nagelbank. Na, so, da muss ich mit dem Tappen hin. Und ihr seht schon, da ist komplett das Boot hier, der David ist da komplett im Weg. Ich kann ihn natürlich dahinter vorbeiführen, na, aber dann liegt das trotzdem an, weil das macht jetzt einen kleinen Bogen. So, dann habe ich jetzt mal geguckt bei der Gorch Fock. Die hat ja hier an der Seite einen Ausleger gemacht. Da habe ich mir so einen gebastelt. Ne? So, da habe ich so einen Ausleger. Guckst du? So, und den habe ich jetzt hier ran. Das geht also hier immer noch am Boot hier unten ran. Und dann wollte ich da durch die Bordwand durch an den Belegnagel ran. Aber ich glaube, ich kann von hier auch direkt an den Belegnagel ran. Ja. Das wird eine kleine Abänderung sein. Ob das original ist, ich habe da Bilder geguckt. Ich bin der Meinung, dass die solche Außendavids haben für die Schoten. Aber da lasse ich mich überraschen. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal die Chance, in Hamburger Hafen oder sowas ähnliches die Amerigo zu besichtigen. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ja, dieses Jahr ist das Ziel auf jeden Fall, die Amerigo fertig zu kriegen. Aber ich werde das nicht mehr bis nach Ried schaffen. Da habe ich viel zu viele Sachen, die ich ausstellen möchte. Und ja, Ried wird nochmal eine extra Sache sein. Da werde ich nochmal ein kleines extra Vorab-Video, was ich da so alles vorhabe. Und seid gespannt darauf. Schaltet wieder ein, hier auf meinen Kanal. Und immer schön abonnieren, gell? Und das schwarze Glöckchen betätigen. Da freue ich mich drüber. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss aus Eddys Modellwerft. Bleibt gesund und immer schön weiterschauen. Tschüss! So, jetzt sind wir am Ort des Geschehens. Und zwar hier an den Wanden des Besanmastes. Die unteren Wanden, die habe ich schon soweit fertig. Ich gehe da mal ganz kurz runter. Schwupp, da sind sie. Da seht ihr das. Die sind alle schon getüdelt. Und ich zeige euch gleich auch mal, was ich bei fast jedem Modell, immer wenn das passiert ist, mich wieder drüber aufrege, warum hast du das gemacht? Da gebe ich euch nachher noch ein paar kleine Anregungen. So, hier gibt es jetzt, wie gesagt, drei Möglichkeiten, um die Webline zu spannen. Und zwar als erstes, ihr macht den klassischen Webline-Steg. Der Webline-Steg würde ich empfehlen, so ab Modelle ab 1 zu 80 und höher, also 1 zu 80, 1 zu 70 und 1 zu 50 auf jeden Fall, weil der wird ziemlich dick. Bei Schiffen, so was da drüber ist, 1 zu 80, 1 zu 90 und wie hier die Amerigo 1 zu 100, da wird der Knoten hier an diesen Tampen, der wird einfach zu dick, weil er ja doppelt gelegt wird. Darum mache ich hier ganz einfach eine Schlaufe. So, und das Erste, was ihr auch schon seht, ich bin hier bei einem von den Padun und die sind mir permanent im Weg.
Das ist mein erster Tipp. Wenn es möglich ist, lasst die Padunen weg, solange wie ihr die Wanden noch, also die Weblein noch nicht gemacht habt. Die Wanden könnt ihr trotzdem immer noch ranmachen. Und ja, das ist so eine kleine Sache, die mich immer ein bisschen ankotzt. Jedes Mal mache ich das verkehrt, weil man will ja alles fertig haben. So, dann muss man die eben halt alles vorsichtig beiseite schieben. So, jetzt nehme ich hier ein Weblein oder den Faden dafür. Und ihr seht, ich muss mit Pinzette arbeiten und versuche jetzt so knapp wie möglich über dem Spannschloss, über die Spannschraube anzuknoten. Nicht ganz da oben, weil sonst haben die zu viel, zu großen Schritt zu machen. Ihr müsst ja auch dort aufdenken, dass die Leute eben halt hier eben halt eine gewisse Größe haben und müssen sie ja dann raufkrabbeln. So, der nächste, den müsst ihr jetzt auf der gleichen Höhe machen. Da geht ihr ganz einfach hinten durch, hier oben durch, und dann gehe ich da so mit der Pinzette rein, dass es sich nicht verdreht, und dann ziehe ich die ran, bis sie eine bestimmte Größe hat, wo sie sich nicht mehr verdreht, meistens jedenfalls nicht, und dann nehme ich so eine Nadel und gehe hinter den das, also dass ich den Zug auf der Nadel habe, und dann ziehe ich das da stramm. So, zum Abschluss gehe ich jetzt hier noch mit der Pinzette so dagegen und drücke den ran, damit ich jetzt die erste, die ziehe ich jetzt auch immer schön stramm, damit der Abstand der gleiche bleibt. Übrigens, Weblein müssen nicht so stramm sein, also ganz stramm sein und ganz hundertprozentig gerade sein, weil da sind die Leute und die Matrosen ja mal drauf rumgepettet. Die dürfen einen leichten Hänger haben, aber wirklich nur einen leichten. Ich zeige euch das auch gleich nochmal bei der unteren. Und dann kommt jetzt der letzte. Und da müsst ihr auch immer, ihr seht, meine Padune ist ständig im Weg. Und ich gehe natürlich auch jetzt hier dahinter, dass ich das besser ziehen kann. So, jetzt muss ich auf die gleiche Höhe kommen. Das mache ich jetzt wieder mit meiner Nadel. Da kann ich das mich richtig schön steuern. Ne, ich gehe nicht hier vorne vor, sondern ich gehe hinter, weil ich habe jetzt Zug auf die Nadel. Und dann kann ich genau den Abstand mir wählen, den ich gerne haben möchte. So, jetzt ist er fast dran. Und dann ziehe ich einfach mit der Pinzette da stramm. Und jetzt ziehe ich einmal links und rechts. Und dann wird er abgeschnipselt. Vorsichtig, ihr geht am besten mit der Schere rein. Ja, guckt, dass da keine Fäden drin sind. Und dann geht ihr in den Faden rein, den ihr abschneiden möchtet. So, da gibt es die Möglichkeit, das mit Weißleim zu machen. Und ich bin ja immer einer von der schnellen Truppe. Ich möchte das ganz gerne immer mit Sekundenkleber machen. Und da mache ich auch jetzt alle drei Punkte und ich mache auch den kompletten Weblein. So. Das hat natürlich den Nachteil, dass dieser Weblein, ihr seht das auch schon, ganz dunkel wird. Aber dadurch bleibt hier der Abstand nachher schön stramm. Und gleichmäßig. So, dann tupfe ich das gleich ab, ziehe das hier noch mal ein bisschen stramm. So, und dann bleibt er jetzt auch so, wie er sein soll. So, und so geht das denn immer weiter nach oben. Ich zeige euch das noch einmal. So, also, ihr geht an der Seite mit rein. Ich mache sowas grundsätzlich mit Pinzette, weil mit meinen Wurstfinger komme ich schon gar nicht mehr dazwischen. So, und dann lege ich das da so einmal rum. Und dann kommt er hier einmal durch. Und wenn ich den so fest habe, kann ich ruhig in jeder beliebigen Höhe machen. Dann ziehe ich ihn so weit runter, wie ich ihn haben will. So, und jetzt kommt das nächste. Wie mache ich die Abstände? Das ist jetzt ein Modell von 1 zu 100. Und ihr müsst euch vorstellen, die Leute krabbeln ja da hoch. Also so ein Abstand sollte irgendwo was bei 30 bis 40 cm normalerweise so liegen. Also in 1 zu 100 wäre das zwischen 3 und 4 mm. Ich habe mich für 3 mm entschieden und habe mir einfach so eine
Leiste, so eine Strichliste gemacht. Nur einfach ein Blatt Papier und so weiter. So, und das könnt ihr dann immer so schön knicken, wie ihr das gerade braucht, mit der Länge. Und dann könnt ihr die einfach da hinterschieben. So, ihr müsst natürlich aufpassen, dass die gerade ist. Und damit das nicht immer hin und her ist, kann man das mit einer Klammer fixieren. Na, da nimmt man dann so eine Klammer und dann muss man gucken, dass der erste ist gerade. Und dann habe ich den auch noch verkehrt rum. Und dann kann man so von oben ran, wenn ich da dann mal rankomme. So, na, jetzt ist der hier gerade. Man kann den noch ein bisschen ausrichten und dann bleibt das auch so. Hat einen Vorteil, ihr habt jetzt ganz genau immer die gleichen Abstände, die ich natürlich vorher abgemessen habe. Und zweitens, ihr seht die Bänder nicht mehr dahinter. Weil wer mit Brillen arbeitet, wie ich zum Beispiel, da verschwimmt das manchmal. Dann siehst du die ganzen Bänder. Schlimm ist es nachher, wenn man vorne am Fockmast das macht, da zeige ich euch da auch gleich nochmal. Wenn man da die ganzen Bänder sieht und muss dann die Webleinen spannen, das ist echt mörderisch. Da kommst du so weit von durch den Tüdel, da weißt du gar nicht mehr nachher, wo du spannst. So, und ich gehe jetzt hier so weit runter, wie ich das brauche. Das kann ich auch so mit der Pinsette machen. So, da haben wir ihn. Und dann mache ich das genauso weiter. Hier wieder in der Mitte rein. Gehe jetzt mit der Pinsette dahinter. Zack, einmal unten durch und dann ziehe ich sie ran. Das kann man mit dem Finger oder mit der Pinsette machen. Wichtig ist, jetzt hier mit der Nadel kommen und dann kann man genau auf den Faden, auf den Strich, den man dahinter gezogen hat, kann man das dort anpacken. So, und den nächsten mache ich wieder hier so hinter, damit ich da nicht wieder durch den Tüdel komme. Das ist dann nämlich einfacher, wie gesagt. Meine Padune ist da immer noch im Weg und die wird wahrscheinlich die nächsten 20 Weblein auch noch im Weg sein. Aber selbstgemachtes Leid. Wie gesagt, als Tipp, macht die Padune etwas später. Das geht immer noch. So, und dann macht ihr den auch an. So, zack. Und noch einmal Strand ziehen mit der Pinsette. Aber bitte nur den oberen. Ich komme in meinen Konflikt mit den unteren hier. So. Und dann könnt ihr das noch einmal stramm ziehen. Und jetzt mache ich immer nur Tropfensekundenkleber auf den hier und auf den. Den in der Mitte, den mache ich jetzt bis nach oben rum nicht mehr. So, dann wird das wieder abgeschnipselt. So, zack. Und aufpassen, kein anderes Tüdelband durchmachen. So, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist hier. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. So, hier zum Beispiel solche ganzen Boote, wo ich hier diese Dinger gemacht habe, da waren mir ewig diese Boote in den untersten Bereich oder auch nachher ewig sind die Boote im Weg. Leute, wenn ihr sowas habt, bei irgendwelchen Schiffen, wo die Boote ausbords liegen, wie zum Beispiel bei der Gorch Fock oder, weiß jetzt gar nicht, hier bei der Amerigo oder wenn man die Essex baute, so ein Walfänger und sowas, da sind die Boote ja auch außenbords. Macht ihr es ran, wenn ihr die Webline fertig habt. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn euch da, wenn ihr keinen Bock habt, hier jetzt, wie ich, 12 Wanden mit Weblein bestücken, hintereinander weg, könnt ihr auch machen, ihr macht euch erst den Untermast mit der Mars, dann macht ihr die erste Stänge und dann könnt ihr die unteren Weblein machen. Das ist kein Problem. Dann macht ihr als nächstes den Mast um fertig. Und dann könnt ihr die mittlere Weblein machen. Und so macht ihr das Stück für Stück. Dann habt ihr mal ein bisschen was zum Tüdeln und mal habt ihr wieder was mit Holz. Das geht immer hin und her. Auf den Bauplänen ist es natürlich immer so, dass immer alles in einen Zug durchgefahren wird. Das ist eigentlich auch richtig sinnvoll und praktisch, richtig. Aber wenn man die Abwechslung haben möchte und nicht den Gräuel haben will, oh, jetzt muss ich 12 Wanden tüdeln, das ist schon ein bisschen blöd. Und der nächste Tipp ist, jetzt schwenke ich einmal ganz kurz mit der Kamera rum. Ich habe die Segel schon vorne ran gemacht, also die Rahen. Und macht das bitte nicht.
ihr kommt hier an die Wanden überhaupt nicht ran. Und da ist das genau das Gleiche auch. Da habe ich hier, weil hier die ganzen Bänder schon gespannt sind, gehe ich einfach mit dem Blattpapier hinter diese Wanden und dann stören die mich auch dahinter im Blickfeld mich. Also bei mir verschwimmt das Vorderste oder das Hinterste oder der schlimmste Fall, man knotet einfach ein Bändchen von Achtern noch mit einer Wand fest. So wollte ich ja auch nicht machen. Ist mir 2-3 Mal passiert, musste ich den Knoten wieder aufmachen und das ist dann eine Arbeit, die man sich ersparen kann. Mit solchen selbstgemachten Linienpapier und die lege ich dann auch, die bewahre ich dann ganz auf für die nächsten Schiffe. So, das war es erstmal das, was ich euch mal so sagen wollte und so spanne ich meine Wanden. Hier seht ihr das beim Master Beauty Shop fertig. Da muss ich das noch ein bisschen abschnipseln. Das wird ganz gefährlich, weil hier die ganzen Bänder schon sind. Das ist das, wenn man zu euphorisch vorangeht und das alles mit den Segeln zu früh macht. Jo, alles klar.